Also Milchtechnologe betrifft ja auch die Käseherstellung, geht ja nach einem Handwerk, das es ja schon über Jahrhunderte gibt. Und da hat sich im Grunde genommen nichts verändert am Handwerk, nur in der Technologie. Und in der Technologie ist natürlich nach oben keine Grenzen gesetzt. Wir haben einen sehr modernen Betrieb und bei uns können die Lehrlinge in sehr vielen Abteilungen das Handwerk erlernen und sehen, wie aus Milch, Käse, Joghurt oder Frischkäse entsteht. Ja, wenn man sich vorstellt, dass auf der Wiese das Gras wächst, die Kuh frisst das Gras, gibt dann die Milch ab und wir produzieren dann aus der Milch Käse, versetzen das mit Lab und haben dann ein Bruch-Molke-Gemisch, haben Käse, haben Molke, die Molke wird veredelt. Das ist eine faszinierende Herausforderung, dieses Produkt zu bearbeiten. Ja, als Lehrling ist man bei uns gut aufgehoben, man bekommt eine gute Ausbildung und nach Abschluss der Lehre hat man natürlich die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln in der Ausbildung und auch hausintern Abteilungen zu übernehmen bis hin nach ganz oben.